herzlich willkommen zur Filmkritik vom Film Above Us All. Was ist, wenn man in einen 3D-Film geht, aber leider überhaupt kein 3D zu sehen ist? Wenn man in 3D-Filme geht, erwartet man Effekte, die einem ins Gesicht springen. Und hier passiert nichts, es passiert einfach gar nichts. Das Einzige, was hier passiert, die Kamera dreht sich 99 Minuten lang. Schon nach 30 Minuten haben die Leute einfach keinen Bock mehr und verlassen den Saal. In dem holländisch-belgischen Film Above Us All von Eugen Jansen geht es um ein Mädchen namens Shay, das den Tod ihrer Mutter verarbeiten muss. Sie, ihr Vater und ihr Bruder ziehen daraufhin von Australien nach Belgien. Shay sieht dort, wie mit Verlusten umgegangen wird. Dies birgt für sie neue Möglichkeiten, mit dem Tod ihrer Mutter fertig zu werden. Die Gefühle des Mädchens werden in Form eines Kreislaufs mit der Kamera dem Publikum näher gebracht. Die Bilder strahlen eine gewisse Langeweile aus, die sich über den ganzen Film zieht. Die Kameraführung in 3D ist in diesem Film sehr anstrengend. Die Zuschauer sehen einfach nicht, was gerade passiert, weil sich eben die Kamera in einem ziemlich langsamen Tempo bewegt. Trotz all dem gelingt es der Regisseurin Eugenie Jansen, den Zuschauer in die Handlung mit einzuziehen. Was gut ankam, war, dass die Charaktere, obwohl sie im Bild waren, nur im Hintergrund ihre Gefühlswelten ausgedrückt haben, also im Prinzip einfach nur laut gedacht haben. Nun zur Sprache. Die Wechsel waren sehr durcheinander. In der einen Szene wird noch Flämisch gesprochen. Ich dachte, dass all die Dinge, die wir zusammen getan hatten. Und schon in der nächsten wieder Englisch. So this day the spirits decided they're gonna make a big fire in the sky every day. Es war ein Durcheinander, genauso wie bei der Hauptdarstellerin Shay und ihren Gefühlswelten. Die Hintergrundgeräusche sind ein bisschen mager. Für mich persönlich ist die Musik sehr wichtig, da sie Gefühle ausdrückt. Egal, ob es einem schlecht geht und die Musik das zeigt, oder ob die Musik eine Person aufheitern will. Nur an einer Stelle gegen das Ende des Films singt sie zu einem Song von Pink. Dennoch ist dies ein Film, der wie so viele Filme während der Berlinale zum Nachdenken anregen soll. Man versucht zu verstehen, was die Kameraführung zu bedeuten hat. Auch noch Tage danach überlegt man sich die Botschaft des Films. Und das ist auch das Spannende am Kino.